Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute zeige ich euch erstmal die getrockneten Bilder von letztes Mal, die drei Bilder. Es ist cool geworden. Ich zeige es aber gleich, da hole ich euch einfach dazu runter. Und dann möchte ich noch ein Bild machen, und zwar mit Solo Gotcha. Also alles Solo Gotcha, das heißt praktisch das Medium und die Farben. Und es funktioniert gar nicht schlecht, muss ich sagen. Und dann lasst uns einfach starten. Ich hole euch schön runter und dann fangen wir an. Bis gleich. So, hier haben wir jetzt die drei Bilder. Das war ja mit diesem Acryllack glänzend. Und mit diesem Metallic-Farben von Marabu. Ja, dann muss ich. Ich habe erst immer Malibu gesagt, aber ist der Marabu. Jetzt schaut euch das aber mal an. Und zwar, ihr könnt es eigentlich sehen. Es glänzt eigentlich nur bei diesen Metallic-Farben. Es ist auch kein Silikon oder irgendwas. Und am Weiß ist es matt. Und dadurch gibt es eigentlich einen coolen Effekt. Zwar komisch, aber trotzdem cool. Ja, sagen wir das Bild überhaupt, dass ihr seht, hat sich auch nicht viel verändert. Und ist eigentlich ganz gut geworden. So. Jetzt das zweite. Da habe ich ja ein bisschen Vinylkleber reingemischt und dann könnt ihr eigentlich auch schon sehen, es glänzt nicht mehr so. Also auch die Metallic-Farben nicht. Aber dann wissen wir das auch. Ich zeige es euch auch noch mal ein bisschen von nahem. Finde ich eigentlich auch richtig gut geworden. Also gerade diese Striche haben teilweise etwas von 3D-Effekt. Und dann das zum Schluss noch. Das war das mit den Restfarben, einfach einen Flipcup. Da habe ich halt eine Big Zelle, also ganz große Zelle. Und da seht ihr das einfach, das was ich gesagt habe. Wenn man einen Flipcup macht, seht ihr, wie das verläuft oder verlaufen ist, teilweise. Was aber ganz komisch ist, nur teilweise. Weil hier geht es eigentlich. Ich finde es auch richtig schön geworden, trotz allem, weil es einfach nicht so bunt ist, aber durch diesen rosa Strich hat man trotzdem noch ein bisschen Farbe im Spiel. Okay, dann dieses Bild machen wir jetzt gleich zusammen. Ich lasse aber Musik laufen. Das habe ich jetzt auch mit Solo Gotcha und Solo Gotcha Farben. Also von Solo Gotcha das Puring Medium und Farben gemacht. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Dann bis gleich. Tschüss.